Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, diesmal nicht vom Kupfersee, Schnauze voll, sondern an der Achtuba sind wir und auf Wildkarpfen aus. Und bis jetzt habe ich auch nur Wildkarpfen gefangen. Und ja, hätte ich gern mal als Trophäe. Deswegen versuche ich mich jetzt mal hier. Da haben wir ein 7,9 Kilo. Und ja, natürlich werden hier Trophäen gefangen, aber auch Super Trophäen oder Super Trophys, wie auch immer. Ja, hätte ich gerne mal. Wie gesagt, Kupfersee war warmes Wetter, da geht ja so gut wie gar nichts. Tausend Sachen probiert, nicht so wirklich. Jetzt dürfte wieder normal sein, aber nichtsdestotrotz muss ich mal eine Abwechslung haben. Und wir stehen hier bei E5. E5, ja, einmal mit dem Boot hier reingeeiert, hier angelegen, dann dahin gelatscht. Bei 8408. So. Gucken wir gleich mal, auf was die hier so beißen und welches PVA ich mir gemacht habe. Es geht auf jeden Fall um Muscheln. Und der Clip sind 17 Meter. Einmal einen von 11 Kilo, auch sehr schön. 17 Meter hier rüber. Zack. Ja, man steht halt hier an dem, ja, direkt neben den Dingen bei 8408. Wie gesagt, 17 Meter Clip. Jetzt gucken wir mal rein in Setup. Ganz normales 36 Kilo Setup. Ich habe mich jetzt für 1-0er entschieden. Man kann auch 2-0er nehmen. Und dann haben wir richtig fette Dinger drauf, also ein 24er Pellet in Pfeffer und Muschel und Krabbenmuscheln 20 Soluble und ja, Muscheln als Dip und dann als Basis Maismehl, dreimal die Muschelfeed Pellets, dann habe ich noch Boilie reingemahlen, den stinknormalen sinkenden 14er und Muschelsoße als Aroma und fertig. Ja, Pfeffer und Muscheln, Krabben und Muscheln. Ja, das war es. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier, ja, dass ich mal die Trophäe bekomme. Wir gucken mal im Kescher rein. 38 Minuten, 15 Wildkarpfen, ist okay. Ich bin ja auch mittags hier angekommen. Mittags beißt hier so gut wie nichts. Abends, nachts und Morgenstunden haben die jetzt gebissen. Und 14 Kilo ist bisher mein größter oder mein schwerster. Mal gucken, ob da noch was kommt. Würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn. Ja, und wenn einer eine Lösung hat für den Kupfersee, was man da bei warmem Wetter zu tun hat. Also, ich habe mir jetzt mal so gedacht, bei warmem Wetter. Also, wenn man im Real Life angeln geht, wenn ich das hier so auf den Seen und Weihern beobachte, ne, bei heißem Wetter, sieht man die Karpfen natürlich auch ziemlich ganz oben oft, ne, an der Oberfläche direkt rumheizen. Aber eigentlich denke ich mir doch so, wenn es doch heiß ist, ist doch auf dem Grund mehr Sauerstoff hier oben oder sehe ich das verkehrt? Also habe ich so mit Pop-Up geangelt am Kupfersee quasi auf 15 cm. Also Zigwick habe ich mal probiert. Ging einigermaßen gut, lustigerweise. Also ich habe sogar auf Zigwick einen F1-Karpfen als Trophäe gefangen. War auch der einzigste und letzte Biss auf der, was war das denn gewesen hier? Black-Yellow-Kombi mit Kunstmais. Karamell, da vorne an dem Eimer direkt der Spot, ne? Lustigerweise direkt eine Trophäe, ging auch 15 cm über dem Boden, ne? Aber so richtig bei warmem Wetter wusste ich mir jetzt nicht so helfen, ich habe viel probiert, aber irgendwie so richtig gebissen hat er nicht viel. Wenn ihr da cleverer seid oder ihr schon wisst, wie man da bei warmem Wetter angelt, normales Wetter und ist ja nicht das Problem, ne? Dann beißt es ja auch, naja. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen probieren. Dann werde ich mich gleich nochmal. Gehen wir mal verkaufen. Und falls ich da irgendwas Dickeres mal dran kriege, schneide ich den dann auch mit rein. Ist ja nicht das Problem. Ich hoffe mal eine Trophäe. Bei manchen kommen hier hin. Zack, Trophäe, Trophäe, blau. Ich habe bisher noch nie das Glück gehabt. Aber so hat ja jeder seine Problemfische. In diesem Sinne, bis später. So, willkommen zurück. Also man kann abschließend sagen, der Spot geht nur eine Stunde. Danach muss ich eine ganze Stunde warten. 30 Minuten warten, man sieht das hier.
44 Minuten, 12 Minuten, eine halbe Stunde, da kam mitten in der Nacht noch ein bisschen, das war's. Also man kann wirklich sagen, jo, für eine Happy Hour ist es okay und dann aber auch weg da. Was man machen könnte, ist natürlich, ich sage jetzt mal, einfach den 24er Pellet austauschen zu einem 18er. Ja, vielleicht kriegt man da mehr Fische, ja, oder länger, ja, oder wie auch immer, aber ich glaube nicht, dass es daran jetzt liegt. Wenn man sich die anderen Kescher mal anguckt, die hatten auch nicht viel mehr drin, ja, aber die hatten eben Trophy oder Blau drin. Ja, trotzdem 374 Silber. Stand war nach 52 Minuten schon so gewesen. Dafür ist es okay. Ja, könnt ihr mal probieren. Vielleicht kriegt ihr eine Trophäe. Wenn die euch noch fehlt an dem Spot, könnt ihr auch mal probeweise eine Rute mit einem 18er Pfeffer- und Muschel-Pellet legen. Mal gucken, was dabei rumkommt. War ja sonst auch immer so der Köder, nicht unbedingt der 24er. In diesem Sinne, Petri, Dank. Wir sehen uns. Macht's gut und tschüss.